Hallihallöche Leute, willkommen zum vierten Part von Let's Play Spyro the Dragon für die gute alte PlayStation 1. Ja, im letzten Part haben wir, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Bosskampf war, ich bin mir immer noch nicht sicher, aber auf jeden Fall, wir wollen jetzt weiter. Da ich hier jetzt nichts mehr sehe, was man so explizit erledigen kann, gehen wir jetzt zum Heißluftballon und ich hoffe, dass der mich in andere Welten führt. Mal schauen. Marke der Ballonfahrer. Gut gemacht, Spyro. Ich hätte nicht gedacht, dass du es schaffst. Du kannst jetzt in die Welt der Peakkeeper fliegen. Ja, auf zu den Peakkeepers. Das war damals übrigens die Sperre für sämtliche gehackte Versionen des Spiels. Weil hier ging das Spiel ja nicht weiter. Es kann auch sein, dass es nur im dritten war. Beim ersten bin ich mir nicht so sicher. Auf jeden Fall eine Ballonfahrt war irgendwo gesperrt, wenn man das hatte. Okay, willkommen in Peakkeepers der nächsten Overworld, wo wir dann wieder ein paar Titans haben. Willkommen bei den Peacekeepers, Spyro. Sieh nur, wie unsere Schätze gestohlen und gegen uns verwendet werden. Hol sie zurück, Spyro. Schatz finden, alles klar. Schätze bergen, Schätze suchen und ihr wisst Bescheid. Da werden wir wieder ein paar spaßige Welten noch vor uns haben. Hoffentlich, also bisher. Ich muss ja sagen, die Spyro-Welt, beziehungsweise die ganzen Spyro-Welten, finde ich ziemlich cool. Also über die Reihe weg, die ich bisher gesehen habe und sowas halt. Finde ich ganz cool. Mag ich, na gut, mehr mögen als Mario ist auch schlecht gesagt, weil ich eigentlich beides ganz gerne habe. Der Tri-Canyon, das wird wahrscheinlich die erste Welt sein. Wir werden nur wie letztes Mal halt hier erstmal alles auskundschaften, auslooken. So, da haben wir den ersten schon mal erwischt. Scheinbar müssen wir hier einmal hinter. So, zweiter erwischt. Wie viel gibt's hier denn? 203 Drachen, okay. Ja, hier ist. Okay, hier ist See, der nicht gerade gesund aussieht. Ich denke mal nicht, dass ich da reinfliegen will. Oder reinfallen möchte. Wahrscheinlich werde ich weggeätzt oder sowas. Dann lassen wir das erstmal sein. Ich weiß nicht, ob man da später hin muss oder so. Ich weiß es nicht. So, what's? Das ist nochmal eine Welt, okay. Da habe ich zwei. Habe ich einen übersehen? Ich glaube, hier dackelte noch einer rum, oder? Oh. Das habe ich mir fast gedacht, dass das passiert. Oh, hallo. Hallo. Da ist keiner. Da ist einer. Ja, das habe ich mir irgendwie gedacht. Die Zelte sehen halt schon so aus wie: hey, reiß mich ein. Ich hab doch gerade welche im Auge. Was? Achso! Gut, die sind hier versteckt. Die sind einfach mal runtergetaucht. So. So sollte das aussehen. So, einer. Zweiter. So, das ist der nächste Ballonfahrer. Da ist der nächste Drache. Okay, das ist Die Oberwelten scheinen ja immer ein bisschen kleiner zu sein. Hi, Spyro. Sparks, die Libelle hat dich gut beschützt. Füttere sie so oft wie möglich mit Schmetterlingen, um sie bei Kräften zu halten. Wusch. Okay. Okay, da hinten sind noch Ivan und da wird es wahrscheinlich auch unten in die nächste Welt. Genau, Eiskavern. Okay, interessant. Hier sind anscheinend verschiedene Themen. Basen. Wir haben einmal halt eine Trockenwüste gehabt und einmal eine Eiswüste. Alles halt irgendwie eisentechnisch. Interessant. Und da ist halt der Ballonfahrer. Haben wir ja auch schon gesehen. Moment, da war er doch. Da ist doch noch was, oder? Hab ich das gerade dahin? Doch, da ist so ein Geldbeutel. Beziehungsweise ein Leben. So. Okay, dann habe ich dich gleich mal eben. Weg mit dir. Gut. Moment, da war doch irgendwie genau da. Wo ich nicht weiß, wie ich da rankomme. Wahrscheinlich mit einem Rammangriff, oder? Okay, ich weiß noch nicht, wie ich an dich rankomme. Eventuell kriegen wir nochmal eine Fähigkeit oder sowas. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Und das sah sehr verdächtig aus. Das hätte sein können, dass da irgendwie was ist. So, einmal. Zweites Mal. So. Gut,
Und hier ist scheinbar dann auch die... Ich weiß nicht, wie man diese Dinger hier aufkriegt. Gibt es irgendeinen Stampfangriff oder sowas? Nee, schade, schade. Dr. Sleep? Champ. Okay. Oder Schimp. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Was haben wir denn noch? Wir haben da noch ein paar Kisten. Okay, die holen wir uns nochmal eben. Ich glaube, wir können sowieso nicht alles von Anfang an erreichen. Okay, da haben wir schon mal die über die Hälfte. Okay, da kommen wir noch nicht weiter. Ah, jetzt bin ich tatsächlich dann auch irgendwie reingefallen. Das sieht schon sehr seltsam aus. So ganz ohne Animation. So. Ihr seid ja alle uninteressant. Oh, da sind noch, ist noch ein bisschen was, okay. Haben wir da hinten noch irgendwo, wo man sagen könnte, okay, da kann ich noch rüberfliegen oder sowas? Nee. Na gut. Dann würde ich sagen, auf geht's in die erste Welt, in dieser Wüste. Vielleicht wird uns das ja irgendwie noch erklärt, wie das funktioniert mit diesen Kisten. Oder es wird hier noch irgendwie verändert. Weil das sieht irgendwie da aus, dass man hier irgendwie das Zeug da wieder wegkriegt, dieses Lederne. Mal schauen. Wir gehen jetzt in den Tri-Canyon und gucken uns da mal die Welt an. Da haben wir natürlich ein paar Juwelen schon mitgenommen, ist ja okay. Sonst fehlen ja eigentlich tatsächlich nur die hinteren Gebiete damit. Tri-Bone. Ja, okay, hier haben wir ja schon gesehen, wie das geht. So. Gibt auch gleich mal schön 10 Punkte. Kann ich hier die... Ich kann die Kakteen auch verbrennen. Cool. Ist es schon... Oh, die winden sich sogar. Das können wir uns mal angucken. Okay, der macht's schneller. Das ist cool gemacht. Okay, da ist auf jeden Fall ein Freundchen. Dankeschön. So. Was haben wir hier denn noch? Ach, wir gehen hier einfach weiter. Das sieht sehr danach aus, dass man hier wieder irgendwie nach hinten durchkommt. Wie es ja bisher öfters der Fall war. Einmal, zweimal und dreimal. Okay, das sieht nur so aus, als wäre der verdächtig. Ist er aber eigentlich gar nicht. Und ein Drache. Danke, dass du mich befreit hast. Da haben wir Conan den Barbaren befreit. Oder Detektiv Conan, je nachdem, wie man uns aussucht. So, was haben wir da hinten? Da hinten geht es scheinbar auch weiter. Vielleicht ist das eher ein Geheimgang. Sieht zumindest ja danach aus. Ja, würde ich fast sagen. Mit so viel Kistenzeugs. So viel Kistenkram. Dass, ja, man es schon sieht, okay. Da kann doch nur ein bisschen Zeugs drin sein. Okay, das ist wieder. Oh, der Eierdieb! Hey! Spacken! Okay, ich bin der Spacken. Spacken, komm mal her! Spacken! Spyro auf der Durchfahrt. Krieg ich ihn überhaupt so? Na. Okay, ich krieg ihn so. Nein! Das wollte ich nicht. Oh, jetzt habe ich wieder was verloren. Hey, hier geblieben. Du hast was ich will. Und das ist ein Ei, was ich gar nicht weiß, was das bringt. Man kann hier doch bestimmt irgendwie abkürzen. Naja, will ich jetzt nicht ausprobieren. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf dich. So, habe ich dich? Ja, perfekt. So, kurz vor der nervigen Passage. Perfekt. 3 Eier, ich weiß halt noch nicht, was die bringen werden, aber wir werden es bestimmt irgendwie rausfinden. Boom. So. Ja. Hallo. Tschüss. Was du auch immer gemacht hast, ich werde es nie erfahren.
Also dass er halt immerhin 10 Juwelen droppt. So, hier auch. Was ist hier hinten? Haben wir da noch was? Dann geht's wahrscheinlich wieder hoch oder sowas. Da ist nochmal ein Drache. So. Der gute Boris. Der Dry Canyon lohnt sich für gute Gleiter. Du bist doch ein guter Gleiter, oder Spyro? Ich bin der geborene Gleiter. Die Stimme kam also ein bisschen seltsam. Aber es ist interessant, dass scheinbar tatsächlich nur dass es nur männliche Drachen gibt in der Welt. Bisher habe ich noch keinen weiblichen halt gerettet. Hallo, tschüss. So, da ist nochmal was, okay. Oh, noch mehr Zeugs. Oh, geil. Da hinten kommen wir auch nochmal hoch. Da müssen wir sogar hoch. Perfekt. So. Oh, da hätte ich hochgekonnt. Aber ich glaube, da hinten ist noch was. Wahrscheinlich der Weltenausgang. Hier, gucken wir uns das trotzdem mal eben an. So. So sollte das aussehen. So und nicht anders. Haha. 25. Habe ich das richtig gesehen? Oh, ein Leben. Leben ist immer cool. So, was ist hier? Da hinten ist noch was. Das ist der Weltenausgang. Da ist auch noch was. Okay, also wie viele Juwelen sind das denn? 400. Oh, die Welt ist riesig. Die Welt ist groß. So. Was ist da hin? Das sieht aus wie eine Fahne. Sah aus wie eine Fahne, ich krieg's gerade irgendwie nicht immer. Ist es eine Fahne? Okay, die sollte uns nicht weiter stören. Was gibt's hier noch? Da oben ist noch was, okay. Wie komme ich da denn hin? Komm ich hier hin? Ne, scheinbar nicht. Okay, wir werden uns da jetzt noch ein bisschen mit beschäftigen, denke ich mal. Was ist hier? Okay, das war, glaube ich, die Eierrennstrecke. Das sieht sehr danach aus. Ich glaube, es war die. Na, gehen wir mal zu dem Gleitpunkt zurück, wo wir eben rübergeglitten sind. Moment, hier sieht nur verdächtig aus, ist aber nicht okay. Ja, okay. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Ich meine, wir hatten noch ein, zwei Flugpassagen, wo wir hätten rübergleiten können. Das fängt alles halt hier an. Oder fing alles halt hier an. So. Einmal rüber. Und was noch? Wir müssen. Sind da lang geflogen, genau. Genau. Und dann hier lang, da lang, da lang, da lang und rüber. Hier waren wir noch nicht, genau. Genau, genau, genau. So, weg damit. Genau, stirb mal über themetralisch. Überdramatisiert. So, alle weg. Und dahin war. Habe ich da was übersehen? Nein, okay. Okay, weiter geht's. Immer wieder vergesse ich das. Meine Fresse. Okay, da hinten ist Juwelen und noch mehr Juwelen und ein Drache. Ivor! Bist du das, Spyro? Bist du der junge Drache, von dem ich schon so viel gehört habe? Schon als du noch eine ganz kleine Rauchwolke warst, wussten wir... Was? Ach, nichts.
Drache Nummer 21. Wunderbar. Gut, dann lass uns mal hier lang gehen. Aua! Besiegt von einem Geier. Nicht cool, nicht cool. So. Dip. Ist ja gerade tatsächlich ziemlich interessant gelaufen. Eben ist ein bisschen anders gelaufen, übrigens, Spyro. Naja, okay. Ist aber auch nicht so wichtig. Nein! Ich hab doch. Vielleicht hätte ich es sogar noch geschafft, wenn ich rübergeglitten wäre. Naja, gut. Man kann ja nicht alles haben. Was ist da hinten denn? Ist da noch was? Aber hätte ich wahrscheinlich irgendwas versteckt. Wenn ich der Spielentwickler gewesen wäre, da hätte ich wahrscheinlich eine Kiste oder sowas platziert. Naja, was ist da hinten denn? Ah, hier sind noch mehr Sachen. Oh, der ist ziemlich böse versteckt. Oder ziemlich böse platziert, aber ich habe ihn mit Bravour besiegt. So sollte es sein. So. Hep. Upsa. Kann ich doch nur wahrscheinlich oben. Ah, okay, ich sehe schon. Da ist eine Ausbuchtung in dieser kleinen Sache hier, wo man dann halt rüberfliegen kann. Und dann sind auch noch Sachen. Oh Gott, ist die Welt ist ganz schön offen. Hier komme ich nicht rüber. Ich gehe erstmal hier hin. Okay, da komme ich nicht hin. Nein! Ah, ich vermisse den kleinen, freue mich schon auf den Flatterflug im dritten Teil. Der kleine Flatterflug. Wenn man nämlich so fliegt und dann X drückt, dann flattert Spyro kurz an meinem hoch. Da habe ich damals schon sehr oft irgendwie mit hochgekommen. Auf irgendeine Art und Weise. So, was habe ich denn übersehen? Muss irgendwie was übersehen haben, dass ich da hinten nicht rankomme, oder? Wahrscheinlich muss ich dann von einer anderen Seite hin. Wir haben ja noch die dahin muss ich wahrscheinlich. Sieht zumindest von der Höhe her ähnlich aus. Okay, da komme ich da hinten aber ganz easy peasy hin. Ups. Das wollte ich nicht unbedingt. Aber hier müsste ich aber rankommen, oder? Nochmal. Ja, ich habe immer sehr viel Angst, da einfach rüber zu fliegen. Und alle Apps. Aua, das hat mich wieder erwischt. Frechheit. So, dann wollen wir doch mal. Das geht doch bestimmt auf, oder? Das muss gehen. Auch wenn ich jetzt ein bisschen Leben verliere dadurch, soll es mir wert sein. Ich meine, die Gegner kommen ja sowieso mal wieder, von daher. Von daher! Von daher soll es ja recht egal sein. Auch wenn ich den halt nochmal Game Over gehe. Okay, die Welt braucht tatsächlich schon länger. Okay, das klappt. Wir waren ja eben auch schon recht knapp dran. Oh nö, man braucht einen Schlüssel dafür. Na gut, wir werden die Welt sowieso nur in diesem Part beenden. Das ist schon fest. Okay, dann holen wir uns halt nochmal den Schlüssel her. Natürlich, also dann kommen wir nochmal wieder her. Selbstverständlich natürlich. Gut, dann Hepsa und. Nein, Heps. So.
haben wir denn den Schlüssel? Wo werde ich denn den Schlüssel finden? Das ist jetzt meine ganz, ganz große Frage, die ich habe. Da oben. Wie komme ich da hoch? Gibt es hier irgendwo eine Flugplattform, die ich sagen kann, okay. Das wird klappen. Scheinbar wohl nicht, oder? Wo komme ich da so hin? Das ist eng, wenn das überhaupt klappt. Ja. Gut, keine Ahnung. Keine Ahnung. Jetzt muss ich da erst wieder hoch. Gar nicht? Hä? Wie funktioniert das? Ha! Ja, gut, dann würde ich sagen, lassen wir es erstmal. Ich sehe zumindest nicht gerade danach aus, dass ich da irgendwie Zugang zu hätte. Wenn denn, schreibt es mir gerne. Ob das. Bitte nur, ob das geht oder nicht geht, das reicht mir, ja? Ich kann dann ja schauen, wie ich denn da hochkomme. Ich bin mir gerade unsicher. Wahrscheinlich von irgendeiner Plattform muss ich hin, die ich gerade nicht gefunden habe. Na gut, wir machen uns mal auf zum Levelende wieder. Wenn ich das denn jetzt finde. Ah, okay, das ist richtig. Das ist richtig. Aua. Gut, dann würde ich sagen, wir werden das zu zwei Parts, die ich jetzt aufgenommen habe, ein Stück wieder mal. Mache ich ja selten. Nein! Ach. Okay, der Part geht noch einen Moment länger, dann kann ich noch ein bisschen länger reden. Also ich nehme ja gerne ein paar Parts mehr auf. Hab da immer ganz viel Spaß dran, wenn ich halt so gebündelte Aufnahmen habe. Dann verliere ich halt eher den Faden, nicht so schnell den Faden. Ist mir halt nur doof dann für die nächste Aufnahme, weil ich das dann auch gerne mal vergesse, wenn so eine Woche dazwischen ist. Aber soll ja nicht weiter tragisch sein. Für euch ist das sowieso nicht wichtig, wenn ich aufnehme, dann lade ich ja meistens noch relativ flott hoch. Und ja. Aber ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder von Let's Play Spyro the Dragon. Vielen Dank fürs dabei sein und bis zu Part Nummer 15, glaube ich. Bis dann und bye bye.